Und jetzt erleben wir hier einen Kampf im Halbschwergewicht zwischen John Bones Jones und Bazooka. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Halbschwergewichtskampf geht. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und was die Größe und die Reichweite angeht, beide mit der gleichen Größe, aber doch einigen Unterschieden in puncto Reichweite. Hören wir jetzt die Stimme des Octagon. Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 64 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, Bazooka. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A look-see do fighter, holding a professional record of 23 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 64 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, ladies and gentlemen, he is the former UFC light heavyweight champion, John Bones Jones! And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean, on the referee. John Jones, Bazooka. Und los geht's. Schöner Kick, da ist der Körpertreffer. Treffer in diesem Match. Guter Inside-Leg-Kick. Der Kniestoß kommt an. Starker Haken zum Kopf, nur leider daneben. Gigantisch starker Angriff zum Kopf. Starker Kick, aber leider daneben. Was für eine Linke. Klasse. Starker Kopf, aber der zeigt Glück. Schöner Treffer. Starker Angriff des Kopf. Erste Mal. Oh, die Rechte sitzt. Sauberer Headkick. Der kommt nicht an. Beide mit mächtigen Hand. Knallharter Kopftreffer. Oh, ja, das hat der Kick scheint benommen zu sein. Oh, der Schlag geht daneben. Er lässt nicht locker. Er kommt auch dieses Mal wieder auf die Beine. Er geht in die Rechtsauslage. Ja, Inside Leg Kick von Jones. Oh, er ist wieder benommen. Der Kampf ist vorbei, das war's. Wahnsinn, wie er seinen Gegner hier mit dieser Linken auf die Bretter geschickt hat. Bei dem K.O. hat wirklich alles gepasst. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Und dieser Niederschlag aus einem anderen Winkel. Hier ist der Sieger dieses heutigen Fights. Und was war das am Ende für ein toller K.O.? Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean called a stop in this contest at 2 minutes, 55 seconds in the very first round. Declaring the winner by knockout, Bazooka! Und hier ist er, der Sieger durch K.O.